Wir sehen hier das HTC HD2 und ich werde nun einmal den ersten Eindruck schildern, wenn man das Handy aus der Verpackung nimmt. Zunächst sehen wir hier, dass das Handy ein sehr, sehr großes Display hat. Das ist ein 4,2 Zoll TFT LCD Touchscreen und er hat eine Bildschirmdiagonale von 10,9 cm. Ja, das Handy ist sieht sehr stabil aus, ist sehr gut verarbeitet, ist aber auch relativ schwer. Es wiegt 157 Gramm und das liegt unter anderem an der Verarbeitung. Wir haben hier vorne einmal Glas, dann haben wir auf der Rückseite hier zwei Bereiche, das ist Kunststoff und dann haben wir hier einmal den Metall-Akkudeckel. Wir schauen einmal kurz, wie es darunter aussieht. Da haben wir hier einmal den Akku, dann hier den Eingang für die SIM-Karte und den Eingang für die Micro-SD-Karte. Man sieht hier, das ist wirklich ein stabiler Akkudeckel, hört man auch, aber das Handy sieht dadurch wirklich edel aus. Ja, schauen wir einmal, was das Handy so zu bieten hat. Wir haben hier einmal eine 5-Megapixel-Kamera, einen Doppel-LED-Blitz, und wir haben hier die Lautsprecher. Auf der linken Seite haben wir hier die Lautstärkeregelung für lauter und leiser. Wir haben hier unten einmal den Eingang für die Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke und wir haben hier den Micro-USB-Eingang. Ja, auf dem Handy ist das Betriebssystem Windows Mobile 6.5 Professional installiert und wir haben einen Gigahertz Prozessor. Außerdem ist mit integriert einmal GPS, wir haben einen Annäherungssensor und wir haben einen Lichtsensor, wir haben einen eingebauten Kompass und Bluetooth 2.1. Der Lichtsensor, der passt zum Beispiel die Displayhelligkeit an und der Annäherungssensor sorgt zum Beispiel dafür, dass das Display beim Annehmen eines Telefonates ausgeschaltet wird, um Fehleingaben zu vermeiden. Außerdem kann man den Handyspeicher natürlich erhöhen und kann somit bis zu einer maximalen Höhe von 32 GB SD-Speicherkarten einsetzen. Wir schauen nun einmal, was sonst noch im Lieferumfang enthalten ist. Da haben wir dann einmal natürlich das Ladegerät. Das Ladegerät setzt sich zusammen aus diesen zwei Teilen. Die kann man aufeinander stecken, ist zum Beispiel praktisch, wenn man verreist. Somit ist das Ladegerät etwas kleiner, es funktioniert dann im Zusammenhang mit diesem USB-Kabel. Stecke ich einmal kurz zusammen. So, also man kann natürlich dann einmal hiermit den Akku aufladen. Man kann das natürlich auch am PC machen, ohne diesen Adapter. Außerdem funktioniert das Handy auch noch als Festplatte, also für den Datentransfer, Datenspeicherung oder als Modem. Dann haben wir hier die Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke. Die steckt man auch hier unten rein. Man kann diese natürlich auch durch die eigenen Kopfhörer austauschen. Die mitgelieferten Kopfhörer haben allerdings hier diese Knöpfe, um Play zu drücken oder das von Lied zu springen, also vor und zurück, beziehungsweise um einen Anruf entgegenzunehmen. Ja, außerdem haben wir hier diesen Adapter für die Micro-SD-Karte. Und wir haben, wie natürlich immer vorhanden, die Bedienungsanleitung und Garantiekarten und so weiter und so fort.